Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tropico 6. Ja, nach wie vor zurück. Es sieht nach wie vor scheiße aus. Wir haben mittlerweile Busse zumindest gebaut. Ich glaube, ich werde sogar noch eine bauen. Wir müssen mal schauen, wie ich was genau mache. Ich glaube, es ist halbwegs effizienter dadurch, das Ganze. Und wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr Einnahmen dadurch raus. Ich hoffe es zumindest. Ja, wie gesagt, Busgarage werden wir noch bauen. Versuchen die Wirtschaft anzukurbeln. Arbeitslosenzahl senken und so weiter und so fort. Und vor allem auch, ja, arbeitslose Bürger. 26. Mittlerweile läuft es wieder halbwegs, zumindest in der Richtung. Und ja, schauen wir mal. Übrigens, mittlerweile, es ist mittlerweile genauso heiß, wie es da aussieht. Auf dem Bild ist es mittlerweile so heiß in dem Zimmer hier. Ungefähr 35, 36 Grad. Super Temperaturen zum Aufnehmen, sage ich euch. Ich fließe dahin. So. Können wir hier irgendwie... Okay, noch gar nichts transportiert an Passagieren. Müsste aber dann schon unterwegs sein, oder? So, da... Ah, das gefällt mir. Sehr schön. Dann lohnt sich wirklich... Ah, sehr schön. Es war doch nicht so ein Fehler. So, Passagiere. Einnahmen, Einkommen insgesamt. Letzten Brüder, ja, gut, immer noch Minus. Aber das macht nichts. Hauptsache, wir kriegen hier eine Effizienz hin. Zumindest, wo sehe ich es denn überhaupt? Statistik. Hier, Passagiere gesamt 42. Das ist schon eine Zahl, die ist annehmbar. Das heißt, wir werden noch eine Busgarage bauen, glaube ich. Und zwar vielleicht von hier hin irgendwie nach da nochmal am besten. Wir müssen mal schauen, wie wir es machen. Sag mal, hier eigentlich die einzelne Baracke. Elektrifiziert. Normale Belegung. Sind die alle auf normale... Alle auf normale Belegung hier? Nee, hier ist eine mit Stapelzieh höher. Das ist aber auch noch frei. Ja, hier wohnen eher normalerweise auch die etwas Betuchteren in der Gegend, glaube ich. Hier ist zwar noch ganz frei. Das ist aber auch Stapelzieh höher. Okay. Obdachlose Bürger 7. Das sind mittellose Arme. Eigentlich sind so 2. Weshalb auch immer da 7 steht. Ich glaube, das ist nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Arbeitslose 17. Okay. Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir dauerhaft ins Minus rutschen und nicht so richtig Geld machen im Moment noch. Im Moment noch. Wir werden es ändern. Hoffe ich zumindest. So, ich kann mir ja nicht mal eine Straße leisten. Ich wollte auch mal schauen, ob das hier irgendwie verbindungsbar oder ob man das irgendwie verbinden kann. Es wäre ein Räumchen, aber irgendwie geht das nicht. Das ist halt schlecht, aber gut. So, Militär haben wir auch ein bisschen was zumindest. Transport läuft halt eigentlich ganz gut, aber... Noch einmal zu wenig Waren. Ach so, wie sieht es hier überhaupt aus? Stoffe, 400. Sehr schön, Textilfabrik. Kann ich eigentlich... Was können wir denn eigentlich noch herstellen, was uns irgendwie was bringen würde? Fischfarm. Kalter Krieg. Okay, können wir sowieso noch nichts anfangen. Wir sind momentan noch im Weltkrieg. Ölbohrturm. Ach, Öl. Auf Land, verursacht Umweltverschmutzung. Haben wir irgendwo Öl? Insel. Ressourcen. Öl. Bingo. Wow. Okay. Zweimal Öl. Öl ist nicht verkehrt. Und sorry, ihr Baracken, ihr müsst weichen, glaube ich. Hier muss weichen. Dann könnte ich hier Öl reinsetzen. Ich glaube, wir probieren es mal mit Öl. Handelsroute abgeschlossen. Sehr schön. Rum. Oh, eine schöne Handelsroute. Sogar zwei abgeschlossen. Okay, Zigarren haben wir zweimal offen. Wir bräuchten was bei den Alliierten auf jeden Fall. Die wollen allerdings immer nur Scheiße haben. Baumstämme, Baumwolle, Boote. Oh, Boote. Vertrag unterzeichnen. Jo. Fleisch, Kohle, Mais, Meeresfrüchte, Tabak. Wolle, Zucker. Ah, das ist halt... Was haben wir hier? Tabak, Waffen, Rum. Ah, Rum. Jo. Oh, das hat endlich mal wieder ein bisschen Kohle reingespült gerade eben. So. Ölbohrturm. 2500. Kaufen. Gut, wir bauen erstmal logischerweise erstmal da hinten einen hin. Am Arsch der Welt, das ist sowieso mein Elektrizitätswerk. Das war eine gute Entscheidung, hier hinten das Zeug hinzubauen. Ganz ehrlich. So, das können wir direkt hier ansetzen. So, die Frage ist, wie das funktioniert. Aber wir werden es rauskriegen. Ach Gott. Ah, hier hin. Ach Gott. Da hinten sind die Obdachlosen. Mittellos. Boah, dann muss ich tatsächlich hier hinten Baracken hinbauen. Boah, nehm's Kohlekraftwerk. Komm, das will ich den Leuten auch nicht antun. Ganz ehrlich. Können wir das hier irgendwie anschließen? Boah, ich will das nicht hier. Ich will das echt nicht neben das Kohlekraftwerk ziehen. Wir machen erstmal was anderes. Und zwar kriege ich das irgendwie gebacken, den Weg hier abzureißen. Natürlich nicht. Wenn dann das ganze Ding. Okay. Komm, wir haben gerade ein bisschen Kohle. So. Nee. Das ist annehmbar. So, von da
Nein, gerade. Bingo. So sieht das doch schon besser aus. So, Baracke, eine Baracke bauen wir hier hin. Ich habe so langsam, ganz ehrlich, ich habe so langsam das Gefühl, dass wir es irgendwie in den Griff bekommen werden. Das ist zu weit weg. Komm, wir bauen es mal hier hin. Sieht man irgendwie die Umweltverschmutzung von dem Teil? Kann ich mir die anzeigen lassen? Kann das hier rüber? Ah, hier, Umweltverschmutzung. Na, ein, zwei darüber hätte ich es bauen müssen. Super. Geht das noch? Bau abbrechen. Hier hin, dann ist es außerhalb der Umweltverschmutzung, oder? Bingo, sehr schön. So, hier hin haben wir ein bisschen Oh, hier haben wir richtig Umweltverschmutzung. Das ist die Gerberei. Ich bin mal gespannt, wie viel verursacht denn so eine Ölpumpe Umweltverschmutzung? Relativ viel höchstwahrscheinlich, oder? Verursacht Umweltverschmutzung. Okay, da steht aber nicht extrem oder viel Umweltverschmutzung. Das ist auch geil, das Wohnkonzept. Einfach mal hier, sodass man hier komplett unten rum... Ernsthaft? Wie ineffizient ist das denn? Oh, bitte zieht da ein. Na, ganz ehrlich, das hier ist effizienter als das hier. Kann ich die abreißen? Das ist ja voll ineffizient. Wenn, dann bitte baue ich hier hin oder sowas. So, Überfall haben wir abgeschlossen. 200 Gold. Sehr schön. Ich glaube, wir werden ein bisschen mit Ölbotturm rumexperimentieren. Das sollte was bringen, hoffe ich doch. Oh, ich will mir erstmal angucken, wie viel Umweltverschmutzung die Ölpumpe macht, ganz ehrlich. Das könnte ins Auge gehen. So, Transport. Wie sieht's aus? Null Passagiere. Da wartet halt auch keiner. Aber ich habe hier relativ viele Farmen. Ich sollte vielleicht nicht fahrkartenfreie Fahrt. Weil das Problem ist, hier wohnen hauptsächlich Mittellose. Wegen den Farmen. Die können sie, oder die werden sich das auch nicht leisten wollen, zwangsweise. Nicht neben meinem Regierungsgebäude, bitte. Ein bisschen Anstand, ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Ich glaube, dass sie dann... Ja, sehr schön. Dann machen wir die eine Route. Ich glaube, das zählt nicht für alle, oder? Ja, Bingo, hier brauchst du Fahrkarten. Das passt aber auch. Hier haben wir fast 200 Leute. Aber Busse lohnen sich. Und hier machen wir erstmal frei und schauen mal, wie es läuft. Alter. Okay, ich sollte noch eine Bushaltestelle bauen. Alles klar. Tatsächlich. Die passen nicht mal alle rein. Gut. Minus 12.000. Ja. Ja, warte mal kurz. Frachter kommt. Sehr schön. 1.000 rum. Schlecht. Ah, hier. Frachter ist gerade... Ah, okay. Wieso habe ich nur noch 1.000 rum vorredig? Das ist nicht gut. Kaffee ist 77. Das ist schlecht. Mist. Wir müssen uns anders machen, glaube ich. So, okay. Dann würde ich eine Bushaltestelle aber hier hin, also hier hin irgendwo bauen. Guck mal, hier hin. Und dann von da nochmal in die Stadt rein. Oh, das ist echt, also Bus, das lohnt sich. Nehmen wir dann eigentlich schon Plus ein? Ne, Minus. Einkommen insgesamt, minus 421, na super. Nehmen wir eigentlich durch irgendwas Plus ein? Minus 9000 Einkommen. Dabei haben wir das Budget schon reduziert von der Kirche. Prunkvolle Glocken verringern die Besuchszeit. Gebühren Einkommen. Jeder Arbeiter schafft 2 zusätzliche Besucherplätze. Die Servicequalität sind nur 15. Oh, wir haben Brand. Feuer wurde gelöscht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Feuerwehr funktioniert. Gut, dass eine gebaut hat auf jeden Fall. Das hat doch schon relativ häufig gewonnen, muss ich sagen. Okay. Können wir noch irgendwie die Arbeitseffizienz nach oben treiben? Ist der Ölbauturm eigentlich fertig? Mich würde echt interessieren. Ah, sehr schön. Öl. 1039. Arbeiter kriegen wir rein. Das wird gerade gebaut. Okay. Fracking-Anlage. Erhöht die Effizienz um 20, erhöht die Umweltverschmutzung um 50. 3500 haben wir nicht. Wir haben 400.
Scheiße. Effizienz 100%. Das würde hier gehen, weil hier ist mir die Umweltverschmutzung völlig egal. In dem Bereich hier. Hier wird nichts anderes hinkommen, außer die Starkindustrie, also gerade Kohlekraftwerk und so weiter, vielleicht noch ein zweites. Das werde ich dahin alles hinbauen. Auch Stahlwerke oder sonst was, was wir dann später noch haben mit Umweltverschmutzung, wird da hinkommen. Da ist es relativ egal, ehrlich gesagt, was wir haben. Anders sieht es natürlich dann aus. Wenn... Okay. Boah, wir brauchen noch ein zweites, okay. Anders wird es dann aussehen mit dem der vorne. Wenn wir da vorne das Ölkraftwerk hinbauen, also die Ölförderung hier hinbauen, hier hin. Da sieht es anders aus. Okay, wir bauen noch eine zweite Baracke. Wir haben minus 4000. Frachter kommt hoffentlich. Kommt. Sehr schön. Ah, so ist das doch besser. Sehr schön. Auch wieder ein bisschen was da. An Material. Okay, wir bauen noch ein zweites Gebäude. Da wohnt immer noch einer drin. Aber einer abreißen. Ganz ehrlich, zieh hier noch mit ein. Guck mal, da ist noch Platz. Was hat er damit gemeint? Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Zufriedenheit. Boah. Gedanken. Wenn ich nicht bald beichte, werde ich noch platzen. Oh, wir haben hier hinten, glaube ich, keine... Ja, wenn wir uns hier ausdehnen, muss ich hier auch noch schauen, dass wir irgendwie Glaubensabdeckung bekommen, glaube ich. Glaubensabdeckung. Ja, geht aber noch. Ist noch halbwegs im grünen Bereich hier sogar. Und dann bauen wir hier noch ein paar Wohnungsgebäude auf jeden Fall zusammen. Mal hier, noch ein zweites auf jeden Fall. Zweite Baracke. Gut. Öl sollte dann dementsprechend gefördert werden. Zweite Ölbohrturm bauen wir wirklich. Öl ist, glaube ich, ganz gut. Wo war denn das? Nee, Verordnung nicht. Bei Handel war es, glaube ich, oder? Reise. Boote 32.000. Waffen 15. Zigarren 11. Waffen wäre noch eine Option. Um 9.000 Gold, 9.000 Öl, 7.000. Immer noch. Okay, Öl ist echt nicht schlecht. Gold ist besser. Aber Öl ist echt nicht verkehrt. Da war's. Ölbohrturm. So, eigentlich genau hier rein. Ich weiß allerdings nicht, wie sich die Umweltverschmutzung dann hier auf meinen, was ist denn das, Mais auswirkt. Können ins Auge gehen. Ah. Arbeitslose 47 geht auch wieder nach oben. Wir haben kein Geld. Und wir nehmen auch zu wenig ein. Boote 92. Die müssten abtransportiert werden. Schwerlastkran haben wir jetzt sogar schon reingemacht. Effizienz, Verbesserung 20, 120% Effizienz. Wie sieht's denn eigentlich mit... Langen, 9000. Mehr als genug. Es können sogar nur 10.000... Wir haben zu viele Blanken eigentlich sogar hier drin. Es würde eine zweite Schiffswerft, wäre eigentlich sogar sinnvoll. Vielleicht brauche ich einfach noch eine Schiffswerft. Wo haben wir sie denn? Schiffswerft. 4000. Okay. Wir bauen eine zweite Schiffswerft. Wir kriegen das gebacken. Übrigens, trotz ungefähr 36 Grad im Zimmer, ich kränkel nach wie vor mich hin. Das ist der Wahnsinn. Ich krieg diese scheiß Erkältung nicht los. Seit einem Monat. Es wäre ein Ohr angebracht. Oh. So. Okay, das haben wir soweit. Umweltverschmutzung. Geht so. Öl, nach wie vor nichts. Verzeihung. Na, kein Wunder, wenn da keine Arbeiten ist. Freizeit, Freizeit, Freizeit. Alles klar. Da können wir eine irgendwas schaffen, meine Freunde. So, sehr schön. Aber wir bauen noch ein zweites. So, ich hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen. Werden die Boote eigentlich... Wie werden denn die Boote eigentlich abgerechnet? Das ist eine gute Frage. Kommt da extra hier einer hin und holt da die Boote ab? Beschäftigt. Gute Frage. Nächste Frage. Landhaus. Besser als eine Hütte. Kleine Eden. Oh, Gott sei Dank. Handelsruhe. 24.000. Sehr schön. 46.000 vom Frachter. Rum. Gibt's natürlich nicht. Öl hätten wir jetzt hier.
Hätte gern wieder Rum, aber Rum haben wir gerade nicht. Das ist schlecht. Stahl. Aha. Zigarren. Oh, Zigarren. Haben wir leider hier auch nicht. Okay. Wir nehmen Zigarren. 3000. Vertrag unterzeichnen. Yo. So. Schiffswerft. Leider nein. Leider ja. Werde ich aber nicht angeschlossen kriegen. Kriege ich nicht angeschlossen. Oh. Ah, geil. Das geht. Geht das? Oh, ich glaube, das geht. Ich hoffe, der schließt sich hier an. Oh, bitte. Bitte lass das funktionieren. Das wäre ja cool, wenn das hier klappen würde. Das wäre geil. Also ein bisschen drehen und wenden, dann funktioniert das Ganze. So, weil ich gerade Geld habe. Kriege ich das irgendwie? Ich kriege das hier echt nicht verbunden. Das ist halt die Kacke. Würde es gehen? Das geht halt alle. Das geht nicht. Das ist scheiße. Man kann nicht die, man kann hier nicht über die Klippe. Also der Brücke nach unten geht leider nicht. Das ist voll für... Richtig. Boah, dass man wirklich gar nicht von oben nach unten kommt? Man kommt gar nicht von oben nach unten. Das ist ein bisschen scheiße, ganz ehrlich. Ich will eine Brücke haben. Tunnel geht auch nicht, oder? Tunnel ist wahrscheinlich noch Sinn. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Tunnel baut, mal abgesehen davon. So auf jeden Fall irgendwie nicht. Kann man alles vergessen. Ah, das ist kacke. Das hier wäre super, weil da die Transportwege dann sowas von verkürzt wären. Das wäre richtig, richtig gut. So, zwei... Oh, und meine zweite Bushaltestelle ist fertig. Uah. So, Start. Du startest mal... Ja, doch, hier. Hier. Und endest... Hier. Meine Nase bringt mich um. Ach du... Ich muss aber heute noch ein paar Aufnahmen aufnehmen. Hilft leider alles nichts. Alles für YouTube. So, okay. Arbeitslose Bürger, 14. Arm, gut situiert. Ich sehe nur zwei. Wieso das immer 14 sind, weiß ich auch nicht. Okay, hier mittlerweile hat sich's erledigt. Normale Belegung stapelt sie höher. Da sieht's auch gut aus. Baumstämme, ja, sind vorrätig. Das passt soweit. Zweites Holzfällerlager können wir eigentlich noch hinbauen, oder? Holzfällerlager. Gerade auf die andere Seite eigentlich. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. So, Sägewerk ist... Ja, geht. Schiffswerft wird gerade gebaut. Sehr schön. Planken. Ja, wir haben echt zu viele Planken. Also gut, dass wir ein zweites Schiffswerft bauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, Busse war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Könnt ihr mir vorstellen? Ja, Passagiere, 500 Passagiere. Das lohnt sich echt. Okay. Überfall abgeschlossen. Schatzjagd. 10.000. Ja, wir haben endlich mal Geld gekriegt. Arbeitslose Bürger. 54. Ungebildet. Gut. Geld haben wir ein bisschen. So, wir brauchen Plantage, Öl. Das wird die Ölfolge werden. So, Gebäude uprisen. Tut mir leid, ihr kriegt aber eine neue Baracke. So ist es nicht. Ihr müsst nicht drunter leiden. Oh, das ist schön. Eins, zwei, Straße. Oh, cool. Das war nicht schlecht. So, sobald das Gebäude jetzt dann weg ist. Bingo. Öl. 7000 haben wir noch. Ölbauturm. Kriege ich den irgendwie schön platziert? So, oder? Bingo. So. Haben wir wieder ein paar Arbeitsplätze? Haben ein paar Wohnungen geschaffen? Haben wir irgendwo noch Hütten stehen? Ich sehe im Moment keine. Ich könnte über das Almanach auch nachgucken, aber normalerweise ist hier erstmal nichts. Alle haben Wohnungen, so wie es aussieht. So, hier ist auch nichts. Sind Drehen und Wenden? Ne, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wie sieht es mit Öl aus? Öl wird mittlerweile auch gefördert. Sehr schön. Ist auch mal ein Arbeiten. Welch Wunder.
Die Leute schaffen einfach nichts in meinem Land. El Presidente etwas unzufrieden. So, Kohle haben wir auch gleich erstellt. Theater müssen wir als nächstes mal bauen. Okay. Aber Wirtschaft hat eigentlich erstmal Vorrang. Ganz ehrlich. So, im Bau. Komm, schließ ab das Teil. Na, uns macht schnell hoch. Ein weiterer Tag. Noch. Sehr schön. Wie lange brauchen wir die für das letzte Prozentpünktchen im Bau? Bau dieses blöde Ding fertig. Ich hab's mal gedacht. So eine Kacke. Leck mich doch am Arsch. Kacke. Es wird angezeigt, dass es geht. Es geht aber dann trotzdem nicht. Der Kampf mit den Straßen. Alter Schwede. Gut. Jetzt habe ich zwar das angeschlossen gekriegt, aber das hier nicht mehr, oder was? Ah! Krise! Warum reißt dieses Kackding da raus? Ich baue dafür eine Baracke hin oder irgendwas anderes. Leck mich doch am Arsch, ey. Das gibt's doch nicht. Diese Wege bei Tropico ist echt. Das ist echt ein Kraus. Okay. Abriss. Na, nein! Ich kann nicht dazwischen bauen. Oh, das sieht so kacke aus. Oh, Gott sei Dank, das geht. Da kriege ich aber jetzt. Jetzt kriege ich. Wenn ich wehe. Leck mich doch am Arsch. Man muss dieses blöde Landhaus wegreißen, damit ihr die Straße richtig platziert. Das ist doch scheiße, ist doch das. Ganz ehrlich. Dann bauen wir es halt wieder hin. Boah, der Straßenbau in Tropico, ganz ehrlich, da müssen sie echt nochmal ran. Schwerlastkram, 7500. Ne, mir reicht die 100% erstmal, das kostet mich zu viel. So, hier wird angebaut, da hinten wird gebaut, momentan haben wir Abluss ein bisschen sogar. Der Überfall hat echt geholfen, glaube ich. Welch erstaunlicher Meteorschauer. Was? Eine Schande, dass er unsere Nachbarn in die Luft gesprengt hat. Was? Eine große Anzahl Flüchtlinge nähert sich. Wir können sie reinlassen und der Welt euren Edelmut beweisen. Wir können sie auch abweisen und eure starke Hand demonstrieren. Oder wir können nackte Meerjungfrauen bauen, welche die Flüchtlinge dazu ermutigen, ein neues Leben auf dem Meeresgrund zu beginnen. Was? Die Entscheidung liegt ganz bei euch, Präsident. Ein Meteorschauer hat unsere Nachbarn vernichtet. Alles klar. Yes, we can. Flüchtlinge aufnehmen. Nicht heute, danke, Flüchtlingsaufnahme verweigern. Wir können nicht jeden unterbringen. Begrenzen Sie die Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben ein Problem. Wir haben nämlich zu viele Arbeitslose und wir haben zu wenig Arbeitsplätze. Wir verweigern die Aufnahme. Meteorschauer, Alter, was es hier alles gibt. Wir müssen, ja, es tut mir leid, wir müssen die Aufnahme leider... Alter, die, sieht man das? Krass! Oh, wie cool! Cool. Macht das irgendwie Schaden oder? Eine offizielle Stellungnahme des Palas bestätigt, dass Tropico von einem Meteor knapp verfehlt werden wird. El Presidente bietet um eure Dankbarkeit für diese majestätische Leistung. Ja, dank El Presidente, meine Freunde. Nur dank mir. Cool, was ist... Cool, Meteoritenschauer. Das ist die erste große Katastrophe, die wir jetzt hatten. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Oh, was ist hier los? Käse, Milch. Oh, wieso haben wir keine Milch? Wieso haben wir keine Milch? Milch, 43. Milch, Milch. Milch, 39. Eigentlich genug. Zweite Schicht. Zweite Schicht. Zweite Schicht. Zweite Schicht. Okay, ich glaube, es liegt eher am Transport. Das ist aber echt schlecht, das mit dem Käse. Keine Milch. Dabei haben wir wirklich hier sehr viel, was Milch produziert. Oder liegt das eher hier ran? Erhöhte Effizienz um 50%. Förderband für Schafe, 2500. Ein
eingenommen gesamt minus 9000. Produktionswert gesamt 19.000. 15% mehr Effizienz. Effizienz 78%. Oh, ich sehe, wo wir das Geld ausgeben. Aber ich würde aber sagen, die Folge geht schon wieder relativ lange. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Tropico 6. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Es geht ein bisschen bergauf wirtschaftlich. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.